So sieht es aktuell im alten Kirchenweg in Höhe von Uhrmacher Hög in Keitum aus. Bereits gestern Abend waren die Feuerwehren im Dauereinsatz, um einen Deichbruch an dieser sehr niedrigen Stelle im Dorf zu verhindern. Heute Morgen gegen 6 Uhr wurde die Situation kritisch. Das Wasser lief über und überschwemmte 6 direkt ans Watt grenzende Grundstücke. Momentan bauen die Rettungskräfte mit schwerem Gerät und jeder Menge Sand einen provisorischen Deich. Die nächste Sturmflut wird heute Nachmittag gegen 17 Uhr in Keitum erwartet. Das Wasser steht an dieser Stelle und fließt erstmal auch nicht ab. Glücklicherweise sind keine Verletzten gemeldet worden. Die Männer tun alles, um den Deich zu halten und die Häuser zu sichern. Da heißt es Daumen drücken, dass das gelingt. Am Roten Kliff in Kampen zeichnet sich in diesen Stunden ein trauriges Bild ab. Nach wie vor stürmt es heftig über Sylt. Das soll sich auch erst im Lauf des Nachmittages ändern. Am Kampener Strand sind schwere Sandverluste zu verzeichnen. In Höhe des Haus Kliffende sind die Geotextilien, die den Schutz des Inselfußes gewährleisten sollen, komplett freigespült. Für eine genaue Bestandsaufnahme ist es natürlich noch viel zu früh. Gut aussehen tut das aber nicht.